Ja, liebe Studierende, liebe Freundinnen und Freunde des SATS, meine sehr verehrten Damen und Herren, es freut mich sehr, Sie alle zu einer weiteren Vorlesung im Rahmen der Ringvorlesung des SATS über Demokratie, Demagogie und Populismus in der Antike und heute zu begrüßen. Das Konzept dieser Ringvorlesung ist ja bewusst gewesen von Anfang an, wie überhaupt ein Satz die Antike mit der Moderne in Diskussion zu bringen. Und wir sind außerordentlich glücklich, dass wir heute dich hier haben dürfen, lieber Frank, um eben von kommunikationswissenschaftlicher Seite hier diese Frage zu beleuchten. Und Sie werden gleich sehen, dass wir da genau den richtigen Menschen dafür ausgesucht haben. Ja, das ist ein ausgewiesenes Spezialgebiet. Aber zunächst vielleicht einfach zwei, drei allgemeine Hinweise. Er ist Professor für international vergleichende Medienforschung am Institut für Kommunikationswissenschaften und Medienforschung, gleichzeitig dort jetzt auch Head of the Department seit 2017. Er unterrichtet hier in Zürich seit 2006, hat vorher verschiedene weitere Gegenden eigentlich auch besucht und einen interessanten, faszinierenden Bildungsweg hinter sich. Es hat begonnen in London mit einem Diploma in International Journalism from City University. Das finde ich irgendwie besonders interessant. Und dann eben auch die praktische Seite beim Independent, bei CNN und so weiter, das auch gesehen. Und dann habe ich zu meiner persönlichen Freude, wie vorher schon gesagt, festgestellt, dass er 1994 an der Johannes Gutenberg Universität Mainz seinen Masters abgeschlossen hat, wo ich auch damals war in Mainz, das verknüpfen hat, im Goldische Mainz, eine gute IB, ein Horschelmann und all diese Sachen. Es folgte dann ebenfalls in Mainz die Promotion mit hier dem englischen Titel The Powers Behind the Headlines, A Comparison of British and German Journalism. Anschließend war er ebenfalls in Mainz Assistant Professor am Institut für Publizistik und hat dort die Venia Legendi sich erworben. Das war 1997 bis 2004. Und schon in dieser Zeit begann eine intensive Beschäftigung mit Amerika und in Amerika. Er war im Jahre 2000, 2001 Visiting Assistant Professor in the Department of Communication at the University of Oklahoma. Und dasselbe auch dann 2004 bis 2006 an der University of Missouri, Columbia in USA. 2009 bereits hier von Zürich aus Visiting Professor and Lecturer in the School of Journalism at the University of Texas Austin. 2012 Visiting Professor and Research Scholar in the Communication at the University of California, San Diego. Und dasselbe auch nochmals 2016. Also wirklich eine sehr starke Verankerung in Amerika auch. Und Amerika, ich glaube, das kann man ohne Übertreibung sagen, ist ja heute auch ein Hotspot, nicht nur von Corona leider, sondern ebenso leider vom Populismus sehr stark. Und von daher sind wir natürlich dankbar, dass du diese Kompetenz so auch mitbringst hier für ihn im Rahmen dieser Ringvorlesung. Und eben, wenn man jetzt seine Spezialitäten anschaut und auch seine letzten Forschungsprojekte und Publikationen, ich will mich nur auf zwei, drei Titel beschränken, dann zeigt sich eben, dass er ein ausgewiesener Spezialist dieser Frage von Demokratie, Demagogie und Populismus ist. Er gibt selber an, als seine sozusagen Subfields, auch eben für seine Comparative Communication Research Bereiche, Studies on the Mediatization of Politics, Studies on the Relationship between Political Populism and the Media, Studies on News Cultures and Journalistic Traditions in Western Media Systems, Studies on the Professionalization of Political Publicity, Spin Doctoring. Das begann ja doch irgendwo so richtig mit Blair auch, oder? Hatte ich den Eindruck. Vorher war das gar nicht so stark, aber dann kam das so wahnsinnig stark auf. And on its deconstruction by the news media meta coverage und natürlich eben immer diese Rolle, die auch in der Schweiz so betont wird, auch in den letzten Diskussionen. Welche Medien braucht es, wie viele Medien braucht es, um überhaupt eine Demokratie am Funktionieren lassen zu können? Ja, interessant, da nachzufragen, wie hat es dann da in der Antike funktioniert. Aber das sind natürlich auch kleinere, überschaubarere Bereiche, wo zum Beispiel, was ich immer wieder sage, durchaus das Theater auch eigentlich diese Art von Medien
Charakter gehabt hat. Wenn man eben denkt, zum Beispiel diese Dichtungskritik bei Platon ist eigentlich eine Medienkritik. Da geht es nicht so sehr um Dichtung, sondern über Dichtung wurde eben medial auch Weltsicht vermittelt und wurden die Leute beeinflusst. Und die Frage eben, welche Konsequenzen hat das, wenn wir uns fragen, Game- und Gewaltsachen, irgendwie hat das nachher Konsequenzen beim nächsten School-Shooting oder nicht? Oder hat es nichts miteinander zu tun, ist nur Unterhaltung? Also insofern gibt es, glaube ich, Mutatis Mutandis das Ganze schon auch. Und eben hier auch ein weiteres Thema, selbst on the political socialization of young people in a media-saturated environment. Für Platon war genau die Frage der Erziehung natürlich bei diesem Ganzen das Entscheidende, auch bei der Dichtungskritik. Er hat sehr viele auch organisationelle Aufgaben übernommen. Ich will nicht jetzt da im Einzelnen darauf eingehen, sondern einfach kurz noch zwei, drei seiner jüngeren Drittmittelprojekte erwähnen, weil die einfach alle absolut einschlägig sind für unsere Fragen. Zum Beispiel, ich beginne jetzt eben von dem letzten hier, wie das auf der Homepage auch aufgelistet ist, From Uninformed to Disinformed Citizens, Comparing Western Information Environments. Dann ein anderes Projekt, The Impact of Media Market Structures on the Selection of Political Information. Dann sogar eben wirklich auch im Titel, The Mediatization of Populism, Challenge to Democracy. Dann Populist Online Communications in Europe, Self-Representation, Media Representation and Audience Reconstruction. Weiteres Forschungsprojekt, 600.000 Euro, Populist Political Communication in Europe, Comprehending the Challenge of Media Political Populism for Democratic Politics. Dann auch ein weiteres, sogar 2.400.000 US-Dollar, The Appeal of Populist Ideas and Messages, Understanding Populism in the Context of Denationalization and Mediatization. Dann auch Media and Xenophobia. Und was ich natürlich noch gar nicht erwähnt habe, beziehungsweise vorher fälschlicherweise übergangen habe, eben du warst mit eine tragende Säule auch bei diesem NCCR Democracy National Center of Competency in Research, das ja durchaus eben ganz wichtige Resultate auch gebracht hat. Entsprechend hat er sich natürlich auch in der Öffentlichkeit, in den Medien geäußert, wurden auch Papers ausgezeichnet, unter anderem 2017 das Paper Populism in the Press, a Comparative Analysis in 10 Countries, hat das Top Paper Award der International Communication Associations bekommen. Und jetzt nur noch zwei, drei Titel der jüngsten Publikation auch nochmals, um das zu unterstreichen, was ich von Anfang an ja gesagt habe, dass er genau der right man for tonight ist sozusagen. Also 2019 zum Beispiel publiziert den Artikel oder das Buch Dimension Speakers and Targets, Basic Patterns in European Media Reporting on Populism. Dann ein weiterer Titel, Populism in Online Election Coverage, Analyzing Populist Statements by Politicians, Journalists and Readers in Three Countries. Oder Hitting a Nerve, Populist News Articles Leads to More Frequent and More Populist Reader Comments. Mediatization as a combination of push and pull forms und so weiter, adapting to different shades of populism, key findings and implications for media. Also ich glaube, es ist eben klar, wir sind außerordentlich glücklich, dich hier zu haben und einen Vortrag von dir zu hören, eben genau zu diesem Thema, zur Rolle der Medien bei der Verbreitung von Populismus. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Christoph, für die nette Einführung. Ich freue mich über die Gelegenheit, etwas zur Rolle der Medien bei der Verbreitung von Populismus sagen zu können und möchte mit einer Gliederung beginnen und habe mir überlegt, dass wir uns vielleicht gemeinsam einige Fragen stellen könnten und dann werde ich versuchen, darauf Antworten zu geben. Ich werde also beginnen, eine Antwort zu versuchen auf die Frage, warum reden wir über Populismus, möchte dann beantworten die Frage, verstehen wir heutigen Populismus besser, wenn wir die Rolle der Medien berücksichtigen? Dann die Frage, gewähren europäische Nachrichtenmedien den Populisten eine kritiklose Bühne? Ein oft vorgebrachter Vorwurf. Neigen Nachrichtenmedien vielleicht auch selber zu populistischer Kommunikation? Mag es einige Medien geben?
Und dann können wir natürlich nicht da an der Frage vorbeikommen, ob Social Media eine besondere Affinität zu populistischer Kommunikation haben. Bevor ich die Frage thematisieren möchte, wie gehen eigentlich Populisten mit Kritik, die ihnen aus den Medien entgegengebracht wird, um? Und zum guten Schluss, wie kann der Journalismus darauf reagieren? Also, wir haben viel vor. Ich ziehe mein Jackett aus. Es ist nämlich warm hier drin. Und stelle gerade fest, dass ich dann auch die Technik hier überführen muss. Und beginne mit der Frage, warum reden wir über Populismus? Die Antwort ist einfach. Zwischen 1998 und 2018 ist der Stimmenanteil für links- und rechtspopulistische Parteien quer durch Europa von durchschnittlich 7 auf 27% gestiegen. Zwar blieb bei der Europawahl im letzten Jahr der von manchen befürchtete populistische das populistische Erdbeben aus, aber dennoch gehörten Nigel Farage's Brexit Party und Matteo Salvini's Lega und die Partei von Marine Le Pen mit Wahlanteilen zwischen 23 und 33% zu den Wahlsiegern. Auch die deutsche AfD und die österreichische FPÖ äußerten sich sehr zufrieden mit ihren 11 oder 17%. Die Gründe für die Popularität populistischer Parteien variieren von Land zu Land. Im Fall des Rechtspopulismus, der den höchsten Anstieg zu vermelden hat, lassen sich drei Gründe angeben. In ökonomischer Hinsicht machen es sich Populisten zunutze, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen ein Gefühl der Benachteiligung im immer schärfer werdenden Verteilungskampf entwickeln. Diese Sorge des wirtschaftlichen Abstiegs ist bei diesen Wählern gepaart mit Ängsten vor der Zukunft und Ängsten vor Statusverlust. In kultureller Hinsicht machen es sich Populisten zunutze, dass der Übergang von einstmals homogenen Nationen zu globalisierten, multiethnischen Gesellschaften bei bestimmten Bevölkerungsgruppen ein Gefühl der Entfremdung, ein Bedürfnis nach Bewahrung hergebrachter, identitätsstiftender Werte und Bekenntnisse auslöst. In politischer Hinsicht machen es sich Populisten zunutze, dass sich bestimmte Bevölkerungsgruppen aufgrund dieser Unsicherheits- und Entfremdungsgefühle im Parteienspektrum nicht mehr repräsentiert fühlen und sich Politiker wünschen, die für eine Rückbesinnung auf nationale Anliegen, eine Wiedergewinnung nationaler Souveränität einstehen. Die Konstellation dieser Punkte unterscheidet sich von Land zu Land. Und bestimmt, ob wir es eher mit Rechtspopulismus zu tun haben, den wir vor allen Dingen in Nordamerika und in Nordeuropa vorfinden, oder ob wir es eher mit Linkspopulismus zu tun haben, den wir vermehrt in Südamerika, aber auch in Südeuropa natürlich vorfinden, oder eher mit einem nationalistisch geprägten Populismus, wie wir ihn in den neuen Demokratien, in den Transitionsgesellschaften Osteuropas vorfinden. Die konkreten Umstände eines Landes beeinflussen also, ob sich populistische Strömungen ausbreiten und ob sie sich so weit ausbreiten, dass sie zu einer echten Bedrohung der demokratischen Verhältnisse werden können. Oder ob sie nur die Funktion eines Weckrufes für mögliche Korrekturen oder Anpassungen durch etablierte Institutionen erfüllen. Populismus ist in vielen Ländern deshalb erfolgreich, weil er richtige und wichtige Fragen stellt. Populismus wird dann zur Gefahr, wenn er die falschen Antworten liefert. Nämlich solche, die die Grundprinzipien eines liberalen Demokratieverständnisses entgegenstehen. Etwa, wenn er sich gegen die Rechte von Minderheiten wendet oder gegen Checks and Balances-Institutionen, wie etwa unabhängige Gerichtsbarkeit oder unabhängige Medien. Ein Faktor,
der bisherigen Diskussion über Populismus es wenig systematische Aufmerksamkeit erhalten hat, ist genau diese Rolle der Medien und der politischen Kommunikation. Eine verbreitete Sorge lautet nämlich, dass durch die zunehmende Kommerzialisierung der Medien durch den Bedeutungsgewinn der sozialen Medien überhaupt erst die Erfolgschancen für Populisten sich verbessert haben. Verstehen wir den heutigen Populismus besser, wenn wir die Rolle der Medien berücksichtigen? Dies hatte ich als eine erste Frage notiert. Ich werde mich nun mal kurz hier neu formieren, um auf diese Frage eine Antwort zu versuchen. Die Antwort auf diese Frage lautet ja. Denn Populismus ist auch ein Kommunikationsphänomen. Populistische Ideen müssen nämlich diskursiv vermittelt werden, damit Akteure ihre erhofften Wirkungen erreichen können. Dementsprechend kann Populismus als kommunikative Manifestation eines bestimmten Sets an Ideen verstanden werden. Diese Ideen sind im Fall des Populismus nicht besonders komplex und passen auf eine DIN A4-Seite. Der Populismus dient daher gemeinhin als eine rudimentäre, als eine dünne Ideologie, die aus sich heraus erstmal wenig Tiefgang hat. Das macht den Populismus international, aber auch so beliebt. Der Populismus wird erst dann gehaltvoll, wenn er an andere rechts- oder linksorientierte Weltbilder angedockt wird. Und genau das passiert in Lateinamerika, in Osteuropa, in den nördlichen Ländern Europas, in den USA. Aber genau deswegen wirkt der Populismus oft auch so schemenhaft, so chamäleonhaft. Die rudimentäre Kernidee des Populismus besagt, dass es einen Konflikt zwischen dem guten Volk und den bösen Eliten gibt, wobei sich die Populisten auf die Seite des Volkes schlagen und vorgeben, das durchzusetzen, was sie für den Volkswillen halten. Populisten reklamieren, dass die vorherrschenden Eliten den eigentlichen Willen des Volkes ignorieren und das Volk hintergehen, um sich selbst Vorteile zu verschaffen. Doch zum tüchtigen Volk, zum noblen Volk gehört nicht jeder, die Eliten schon mal nicht, aber Populisten wenden oftmals auch weitere Ausgrenzungsstrategien an, die im Rechtspopulismus zum Beispiel auf die Exklusion ethnischer Minderheiten und im Linkspopulismus auf die Abwertung von Wirtschaftskonzernen oder Finanzinstitutionen abzielen. Mein entscheidender Punkt hier lautet, genauso wichtig wie diese Kernideen, die ich gerade sehr grob ausgeführt habe, sind die kommunikativen Instrumente, die zur Verbreitung dieser Ideen eingesetzt werden. In dieser kommunikationszentrierten Weiterentwicklung bestehender Populismusansätze rücken die Botschaften ins Zentrum. Die Frage, wer ein Populist ist und wer nicht, wird nicht über die Parteiherkunft entschieden, sondern darüber, wer sich wie intensiv und auf welche Art populistisch äußert. Um diese Fragen beantworten zu können, ist es wichtig zu verstehen, dass populistische Botschaften eine Inhalts- und eine Stilkomponente haben. Populismus besteht aus inhaltsbasierten und stilbasierten Botschaften. Das möchte ich gerne etwas näher erläutern. Mit Populismus als Inhalt werden jene Aussagen bezeichnet, mit denen die Kernelemente der populistischen Ideologie, vor allem Volkszentrismus, Anti-Elitismus, aber auch Selbstbestimmungsforderungen oder Ausgrenzungen können dazugehören, ausgedrückt werden. Anti-Elitismus wird in der populistischen Kommunikation zum Beispiel durch Aussagen ausgedrückt,
die Angehörige gesellschaftlicher und politischer Eliten in ein negatives Licht rücken, sie für Negativentwicklungen verantwortlich machen oder sie als nicht im Sinne des Volkes agierend darzustellen. Volkszentrismus wird zum Beispiel ausgedrückt durch Aussagen, die einer Volksgruppe stark positive Eigenschaften zuschreiben, sie für positive Leistungen und Fähigkeiten loben, ihr einen einheitlichen Willen zuschreiben oder einen Politiker oder ein Medium als zugehörig zu, als vertraut mit, als stellvertretend für dieses Kollektiv sprechend zu präsentieren. Mit Populismus als Stil sollen zusätzlich jene Vermittlungstechniken bezeichnet werden, die populistische Ideenelemente verstärken und dabei die Form der Botschaft betreffen. Dazu gehören zum Beispiel Emotionalisierung, Dramatisierung, Verwendung von Feindbildern, von Schwarz-Weiß-Bildern, Kompromisse als Untugend darzustellen, Rückgriff auf Alltagsargumente, auf Common Sense, Umgangssprache oder die Moralmaßstäbe der kleinen Leute zum Leitbegriff für die Politik zu erklären. Ich kann diese wichtige Unterscheidung zwischen Populismus als Inhalt, als ideologische Kernbotschaften auf der einen Seite und Populismus als Stil, als Rhetorik, als Präsentation auf der anderen Seite hier nur anreißen. Aber in verschiedenen Publikationen hier in Zürich, einige davon, Christoph, hast du schon einführend genannt, haben wir argumentiert, dass beide Seiten, Inhalt und Stil, in der populistischen Kommunikation beachtet werden müssen. Und dass sowohl Politiker als auch Medienorganisationen danach klassifiziert werden können, wie intensiv sie beides verwenden. Dabei zeigt sich schnell, dass niemand das komplette, vollständige Kommunikationsarsenal des Populismus ausschöpft, sondern dass alle es graduell, dosiert, strategisch selektiv verwenden. Die einen setzen mehr auf Stilelemente, die anderen mehr auf Inhalte. Und jene, die auf Inhalte setzen, für die sind einige Dimensionen, wie zum Beispiel der Anti-Elitismus, beliebter und scheinbar auch effektiver für die eigenen Ziele als andere Dimensionen. Eine solch kommunikationszentrierte Perspektive, die Populismus über seine Botschaften definiert, erlaubt es dann auch besser zu verstehen, wie Politiker zum Beispiel das Volk kommunikativ überhöhen, wie sie Eliten dämonisieren, wie eine imaginäre Gesellschaft, eine Gemeinschaft hergestellt wird, wie Zugehörigkeit vermittelt wird oder wie Abgrenzung kommunikativ markiert wird. Bei unserem Forschungsansatz ist es erstmal unerheblich, von welcher Partei, von welcher Medienorganisation, von welcher Website oder von welchem Social-Media-Account jemand kommt. Wir analysieren die politische Kommunikation in ganz vielen Medienarenen und Kommunikationskanälen und können dann jene Bedingungen identifizieren, in denen Populismus besonders gedeiht. Mit anderen Worten, wir haben in unseren Zürcher Arbeiten die diskursiven Gelegenheitsstrukturen für die Verbreitung von politischem Populismus untersucht. Und dabei haben wir zum Beispiel die Rolle von Themen untersucht. Es hat sich nämlich gezeigt, dass Rechtspopulisten vor allem auf Themen setzen, die sich in ein Krisennarrativ einordnen lassen. Zu diesen populismusaffinen Themen zählen nach unseren Befunden die Gefahren der Immigration, das Beschwören eines Verlustes eigener regionaler Identität, wenn man sich von dem zentralistischen Diktat aus Berlin, aus Brüssel, aus Washington nicht unterwerfen lassen möchte. Die verhasste Integration in supranationale Gebilde, wie etwa die EU, ist ein weiteres sehr gern bespieltes Thema. Aber auch ökonomische Unsicherheit, Angst vor dem vermeintlichen Abgehängtwerden.
Aber auch die Beschwörung institutioneller Korruption durch die Eliten, die die vermeintlich echten Interessen der kleinen Leute und des eigenen Landes verkaufen, weil das diesen Eliten vermeintlich nützt. Wir können zeigen, dass genau diese Themen es sind, die international, wir haben das in vielen Ländern untersucht, Populisten nützen. Wenn diese Themen bereits in den Medien sind, springen Populisten auf sie an und versuchen, sie weiter zu besetzen. Andererseits versuchen Populisten aber auch, diese Themen in die Medien hineinzubringen, zum Beispiel indem einzelne Ereignisse besonders hervorgehoben werden in der eigenen Kommunikation und als Muster oder als Beleg für ein übergreifendes Muster präsentiert werden. Das ist ein instrumenteller Umgang mit Einzelereignissen. Warum machen sie das? Weil die öffentliche Kommunikation über diese Themen Populisten hilft, da potenzielle Anhänger ihnen Zuständigkeit und Problemlösungskompetenz für diese Themen zuweisen. Vor einem solchen Hintergrund stellt sich dann natürlich die Frage, gewähren europäische Nachrichtenmedien den Populisten eine kritiklose Bühne? Helfen sie? Ganz so einfach ist es nicht. Von daher habe ich hier geschrieben, nein, und das gilt, wenn wir unseren eigenen Untersuchungen glauben können, und ich glaube unseren eigenen Untersuchungen. Wir haben systematische Inhaltsanalysen von 60 Nachrichtenmedien aus 10 europäischen Ländern unternommen und kaum Belege dafür gefunden, dass Journalisten den Vertretern populistischer Parteien eine bereitwillige Bühne für deren Ideen boten. Ich muss dazu sagen, dass wir nicht die USA hier untersucht haben und nicht den Fall Trump, sondern eben den Fall Europa, und zwar vor dem Brexit, um zu verstehen, was da unter der Oberfläche vielleicht brodelte. Für die Jahre 2014 und 2015 hatten wir zunächst untersucht, ob populistische Parteien einen Medienbonus hatten und mehr Aufmerksamkeit in den Nachrichtenspalten europäischer Medien erhielten, als es ihrer relativen Stimmenstärke bei der letzten nationalen Wahl entsprochen hätte. Ich habe mir gedacht, vielleicht kann ich mal ein, zwei Beispiele bringen, wie wir hier vorgegangen sind. Ich weiß nicht, wie gut man das auf der Folie sehen kann, aber hier sehen wir am Beispiel der FPÖ und der SVP, dass hier die FPÖ hatte einen Stimmenanteil von 21% und beim Thema Immigration einen Berichterstattungsanteil von 18%. Also die Medien haben jetzt die FPÖ nicht mehr beachtet, als es ihrem Anteil entsprach. In der Schweiz der SVP-Wähleranteil lag bei ungefähr 27%. Beim Thema Immigration kommt die SVP mit ungefähr 29%, also leicht mehr. Bei der FPÖ war es leicht weniger, alles nicht statistisch signifikant. Es entsprach ungefähr den Verhältnissen. Man kann also nicht sagen, dass die Medien über die Bank populistischen Parteien bei ihrem Stammthema, zum Beispiel Immigration bei rechtspopulistischen Parteien oder Arbeitsmarkt für linkspopulistische Parteien gegeben haben. Es gab drei Ausnahmen, die lohnt es sich vielleicht zu erwähnen. Das war in Italien die Lega, in den Niederlanden die PVV und in England UKIP. Das waren drei Parteien, die in der Tat in den Medien sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekamen, als es ihrem Stimmenanteil gerecht wurde. Aber das waren drei von 10 Parteien eine Ausnahme, eine Minderheit, aber trotzdem auch Ausnahmen können ja hier eine Rolle spielen. Aber was wir eher finden, dass wir auch bei den Bewertungen keine überwiegend positive Bewertung für populistische Parteien fanden. Wir haben für diese Studie 9000 Zeitungsartikel, wie gesagt, aus 10 europäischen Ländern eingehend untersucht und fanden viel Distanz, die Journalisten gegenüber populistischen Parteien eingenommen haben. Bei diesen Bewertungen, auch hier vielleicht ein zweites Beispiel, hier auch wieder
möchte ich die Aufmerksamkeit auf diese hellblauen Balken Evaluation von Populisten lenken. Und diese hellblauen Balken gehen alle in den Negativbereich. Das heißt, Populisten werden negativ bewertet. Ja? Nicht überall gleich. Und es gibt auch eine interessante Ausnahme, das ist Österreich, wo die FPÖ mit in der Regierung war. Da sind die Populisten in der Tat positiv. Aber auch in anderen Ländern, wo die Populisten mit an der Regierung waren, wie Schweiz, Italien, da ist die Bewertung nicht so negativ wie in anderen Ländern, wo es einen sogenannten Cordon Sanitaire gibt, wo die Parteien im Parlament sozusagen einen Wall der Nichtkooperation um diese Partei herum hochgezogen haben. Ein Beispiel hier wäre Deutschland mit der AfD, aber dasselbe gilt auch für Schweden, das gilt für Niederlande, das gilt für Frankreich, wo es so ein Agreement unter den anderen Parteien gibt. Nein, mit dieser Partei, dieser populistischen Partei gibt es keine Allianz, keine Kooperation. In diesen Ländern ist die Bewertung der Populisten deutlich negativer als in Ländern, wo die Populisten mit an der Regierung sind. Hier folgt sozusagen die Medienlogik, die Medienbewertung der politischen Logik. Aber über alles gesehen negative Bewertungen von Populisten in den Nachrichtenberichten europäischer Medien. Bringt uns dann zu der weiterführenden Frage, wie halten es denn die Nachrichtenmedien selber mit der populistischen Kommunikation? Neigen sie dazu? Die Antwort hier lautet, ja, das kommt vor. Nicht durch die Bank, aber vereinzelt, und es ist interessant, sich das anzuschauen. Einige europäische Medien gefallen sich durchaus darin, selber volkszentristische und elitenkritische Aussagen zu machen, obwohl sie keinerlei Nähe zu einer populistischen Partei aufweisen. Bei Boulevardmedien sehen wir vor allem die Verwendung der populistischen Idee des Volkszentrismus. Üblicherweise in Kombination mit reichlich populistischen Stilelementen. Wie gesagt, wir unterstellen Blick und Bild und Krone und Sun hier nicht parteiliche oder ideologische Motive, sondern in erster Linie wirtschaftliche Motive, die als ökonomischer Opportunismus oder Zielgruppenorientierung bezeichnet werden können. Schauen wir uns das ein bisschen näher an. Dann kann man nämlich sagen, dass bei Boulevardzeitungen diese Neigung, sich als Sprachrohr des Volkes und Anwalt für die Belange der einfachen Bürger zu generieren, vornehmlich das kommerzielle Motiv der Zielgruppenorientierung hat. Denn gekauft werden diese Medien nämlich von diesen besagten eher einfachen Leuten. Und Geschichten, die deren Anliegen ins Zentrum stellen, lassen sich besonders gut verkaufen, um es mal platt zu sagen. Diese Zeitungen schrecken deswegen hier in diesem Themenbereich auch vor Kampagnenjournalismus keineswegs zurück. Und wenn man damit die vermeintlichen Interessen der Kunden auf gefällige Weise befriedigen kann und dabei nebenbei vielleicht noch Sentiments schüren kann, die den Leser morgen wiederbringen, umso besser. Volkszentrismus als Zielgruppenorientierung kann sich in einem Berichterstattungsstil zeigen, der die Betroffenheit der Mehrheitsgesellschaft, der Österreicher, der Schweizer, der Deutschen, in den Mittelpunkt stellt. Und damit in Ethnozentrismus, in die Unterscheidung wir gegen die, wir gegen Brüssel, aber auch wir gegen Berlin, wir gegen Merkel, wir gegen Zuwanderer, wir gegen Fremde und so weiter äußern kann. Bei Qualitätszeitungen, insbesondere bei den interpretationsfreudigen Wochenzeitungen, finden wir Hinweise auf Anti-Elitismus. Nicht bei allen, aber doch vereinzelt. Diese Haltung ist Ergebnis einer anti-institutionellen Haltung, die sich aus einem Selbstverständnis der politischen Presse als vierter Gewalt, die eine Kritikfunktion gegenüber den Mächtigen beinhaltet, speist. Ein solches Selbstverständnis, das ja erstmal völlig in Ordnung ist, kann umschlagen in Zynismus gegen etablierte politische Institutionen, in Frustration mit den langsam mahlenden Instanzen repräsentativer Politik. Da kann man sich schon mal nach einer durchgreifenden Hand sehnen, die endlich mal Sachen bewegt und den vermeintlichen Stillstand beendet. Wenn dann Kräfte und Bewegungen von links, aber auch von rechts,
Wenn die dann kommen, können ihnen schon mal die Sympathien von Publizisten zufliegen. Es kann sich bei Qualitätszeitungen aber auch aus einem radikalen Pluralismusverständnis speisen, eine populistische Haltung, welche reklamiert, ohne vermeintliche Denkverbote auch mal sehr provokanten, extremen Problemsichten breiten Raum einräumen möchte. Ja? Wir nennen das Feuilleton-Populismus oder False-Balance-Populismus. Ein Journalismus, der das Gleichgewichtsgebot als Rechtfertigung dafür nutzt, auch Populisten nun mal im Feuilleton ausführlicher mit ihren Stellungnahmen zu Wort kommen zu lassen oder Journalisten, die das wiedergeben. Hier muss ich aber auch nochmal betonen, dass nicht jeder Medienpopulismus automatisch schlecht ist. Eine konstruktive Funktion des Medienpopulismus oder des Anti-Establishment-Bias in den Medien kann zum Beispiel auch darin liegen, von Politikern mehr Verantwortung gegenüber den Bürgern, mehr Rechenschaft gegenüber der Öffentlichkeit zu fordern. Einige Medien pflegen in letzter Zeit aber auch einen sogenannten epistemologischen Populismus, der in der ungefilterten, emotionalen Stimme des einfachen Wutbürgers eine mindestens ebenso autoritative Wissensqualität sieht wie in den Aussagen von Experten. Der epistemologische Populismus ist skeptisch gegenüber Wissenschaftlern, auch gegenüber Universitäten und Professoren, gegenüber Rationalität und kalten Fakten, gegenüber technokratischen Lösungen und erhebt das Bauchgefühl des gesunden Mitbürgers zur höchsten Leitlinie. Gefühlte Wahrheiten werden wichtiger als Expertenstatements. Kommen wir zur Frage, wie reagieren Populisten auf kritische Medienberichterstattung? Und wir haben ja gehört, sie kommt gar nicht so selten vor. Ja? Populisten reagieren mit einer geringen Wertschätzung vor allem für jene Nachrichtenmedien, die auf eine informierte Bürgerschaft, auf öffentlichen Dialog, auf Zivilität des Diskurses, auf Toleranz, auf Vielfalt, auf Vernunft und Faktenwert legen. Dass Populisten gerade auf diese Medien, denen das wichtig ist, negativ reagiert, dafür gibt es viele Belege, sowohl beim Linkspopulismus, zum Beispiel in Lateinamerika, aber auch beim Rechtspopulismus in Nordamerika oder Europa. Medienkritik ist zentraler Baustein des populistischen Weltbildes. Aufgrund des sogenannten Hostile Media Effekts werden von ihnen all jene Medien, die nicht eindeutig für die populistische Sache Partei ergreifen, als verzerrt und gegnerisch wahrgenommen. Solche kritischen Medien verraten aus der Sicht der Populisten den Volkswillen und müssen sich zum Beispiel von Trump den Vorwurf, the enemy of the people zu sein, gefallen lassen. Mit der Verschwörungstheorie, dass viele Leitmedien sich zum Komplizen der verhassten Eliten gemacht haben, erklären Populisten ihren Anhängern die überwiegend negative Berichterstattung über sie. Insofern nützt Populisten sogar die Kritik, die ihnen von vielen Leitmedien wie der New York Times oder dem Schweizer Fernsehen entgegengebracht wird. Die Kritik dient geradezu als Beleg dafür, wie sich die etablierten Kräfte in Medien und Politik zusammengetan haben, um die Mission der Populisten, die Umsetzung des vermeintlich wahren Volkswillens, zu hintertreiben. Interessanterweise haben es die Medien auffallend schwer, gegen die Kritik der Populisten anzukommen. Man gewinnt sogar zuweilen den Eindruck, dass das populistische Lager den Journalismus mit Verweis auf dessen eigene Berufsstandards vor sich hertreibt. Populisten beklagen die Berichterstattung als unausgewogen, wenn ihre Standpunkte nicht ausreichend zur Sprache kommen. Sie bezeichnen Berichte als unvollständig und unwahrheitsgemäß,
wenn ihre Problemsicht nicht ausführlich genug thematisiert wird. Populisten fordern also die Einhaltung von Berufsstandards, wenn es um die Berichterstattung über sie geht. Das verdient eine reflektierte Reaktion und eventuell auch eine Neubesinnung, auf die ich zum Schluss nochmal zurückkommen möchte. Also, die Kritik der Medien spielt Populisten paradoxerweise in die Hände, weil sie ihnen als willkommener Beleg dafür dient, dass Medien Teil der gegnerischen Elite sind. Kommen wir zur Frage: Haben Social Media eine besondere Affinität zur populistischen Kommunikation? Auch hier wieder eine eindeutige Antwort. Sie haben mich eingeladen, Sie wollen Antworten auf Fragen, hier kriegen Sie sie. Ja. Es ist gut belegt, dass Angehörige populistischer Parteien Facebook und Twitter stärker zur Verbreitung populistischer Inhalts- und Stilbotschaften nutzen als Angehörige anderer Parteien. Populisten erzielen auf Social Media auch mehr Beliebtheitsbekundungen als Politiker anderer Parteien. Postings mit populistischen Inhalten führen zu mehr Shares, mehr Likes auf Facebook als andere Inhalte. Das haben wir in zwei großen, auch hier wieder international vergleichenden Studien belegt. In der ersten Studie haben wir 100 führende Politiker von 30 Parteien aus 6 Ländern daraufhin untersucht, wer von ihnen am populistischsten kommuniziert und auf welchen Kanälen sie das am meisten taten. Antwort: Am meisten waren es Politiker von populistischen Parteien. Aber nicht nur. Auch Politiker von sogenannten Polparteien, die jeweils am Rande des politischen Spektrums angesiedelt sind, und Politiker von Herausfordererparteien, die erst jüngst gegründet wurden und noch ihren Platz im Parteiengefüge suchten, sei es auf der linken, sei es auf der rechten Seite, die nutzten populistische Kommunikation. Wo kommunizierten sie am populistischsten? Früher in Fernsehtalkshows, sofern sie dort eingeladen wurden. Heute auf Social Media, weil da muss niemand mehr eingeladen werden. Auf Twitter und auf Facebook kann jeder mitmachen und Populisten machen damit. In einer zweiten Studie haben wir die Twitter- und Facebook-Feeds von 36 Spitzenpolitikern, auch wieder aus 6 Ländern, daraufhin untersucht, welche Aussagen am meisten Resonanz fanden. Und wir haben herausgefunden, dass Populisten in vielerlei Hinsicht erfolgreicher auf Social Media sind, wenn man die eingängigen Metriken sich anschaut. Auf die will ich aber gar nicht eingehen, sondern ich möchte einen Befund erwähnen, der ganz besonders interessant ist. Der hat uns nämlich hellhörig gemacht, weil wir finden, dass sowohl populistische als auch nicht-populistische Politiker mehr Likes und Shares auf Facebook erhalten, wenn sie populistische Inhalte verbreiten. Gegen den Strich gebürstet kann man aus unseren Ergebnissen herauslesen, dass Politiker nicht-populistischer Parteien auf Facebook mehr Erfolg hätten, wenn sie häufiger populistisch kommunizieren würden. Das wollen wir aber nicht verstanden wissen als Handlungsaufforderung für Publicity-süchtige Politiker aus der Mitte, sondern wir wollen es eher verstanden wissen als eine Problematisierung davon, was auf Facebook mit unserer politischen Kommunikation passiert. Ja, es wird vor allen Dingen Populismus belohnt. Nun kann man sich die naheliegende Frage stellen: Warum lieben Populisten soziale Medien so sehr? Und ich kann meine Antwort in 6 Punkte zusammenfassen. Erstens, Populisten benutzen Social Media als Plattform, von der aus sie die Mainstream-Medien als verzerrt und unfair kritisieren können. Dafür brauchen sie die Social Media, um eine Publizitätsplattform zu haben, um die Mainstream-Medien zu kritisieren. Zweitens,
Populisten preisen die sozialen Medien gerade jenen Bürger als Alternativkanal an, die sie von den traditionellen Medien loseisen, entfremden konnten, überdrüssig machen konnten. Ja, diesen Bürgern muss man ja jetzt einen neuen Ort finden, bieten, und da preisen Populisten und soziale Medien. Warum? Dritter Punkt: Social Media eignet sich für die Sache der Populisten deshalb so gut, weil man dort geschützte Räume schaffen kann. Was tut man dort? Man sammelt Fallbeispiele, Behauptungen, Argumente. Ja? Die häuft man an und die sollen alle als Belege dafür dienen, dass die populistische Überzeugung korrekt ist. Und man kann sie den Anhängern dort auf den sozialen Medien nun auch gezielt zugänglich machen. Ja? Offene und geschlossene Facebook-Gruppen eignen sich dafür vorzüglich, aber auch Twitter-Netzwerke. Viertens, in diesen Echokammern kann ein aggressiver, mitunter unziviler Ton gepflegt werden, weil Gleichgesinnte das Gefühl erhalten, hier unter sich zu sein und weder Widerrede fürchten müssen, noch soziale Kontrolle. Fünftens, die wiederholte selektive Auseinandersetzung mit diesen einseitigen Informationen, die Dauernutzer von diesen Facebook-Gruppen dort vorfinden, fördert eine Mentalität der In-Group-Zugehörigkeit, die identitätsstiftend und dann aber auch verhaltensmobilisierend auf Dauer wirken kann. Sechstens. Außerdem eignen sich soziale Medien nicht nur dafür, traditionelle Medien zu umgehen, sondern auch dafür, sie zu beeinflussen. Ja? Mit, wenn man sich Trump und seinen Gebrauch von Twitter anschaut, nutzt er soziale Medien dafür, auf die Agenda der Nachrichtenmedien zu kommen. Das gilt als der ultimative Triumph. Kommen wir zur letzten Frage, auf die ich heute eingehen möchte. Wie kann nun der Journalismus darauf reagieren? Ich kann hier gerne einfache Rezepte, allenfalls Gedankenanstöße geben. Aber angesichts der populistischen Herausforderungen ist es für Medienorganisationen zunächst einmal notwendig, sich ihrer Rolle in der Demokratie neu klar zu werden. Nachdem Präsident Trump seine Amtseinführung hatte, 2016, gab sich die Washington Post den Slogan Democracy dies in darkness, worauf die New York Times mit einer Marketingkampagne zu The truth is more important now than ever antwortete. Die Frage, für welche demokratischen Werte ein Medien einstehen möchte, muss es nicht nur für sich selber klären, sondern dann auch den Lesern explizit kommunizieren. Dann gilt aber auch, dass es ein bisschen platt wäre, Politik dann nur noch als Geschichte von Gut und Böse zu erzählen. Ja, alles, was wir machen, ist gut und alles, was von da kommt, ist böse. Etwas elaborierter muss es dann schon sein. Zweitens, einheitliche Berichterstattungsstandards. Standards der journalistischen Sorgfalt, Fairness und Qualität müssen auf alle Politiker gleichermaßen angewendet werden. Auf Regierung, auf Opposition, auf Populisten, auf Große, auf Kleine, auf Nichtpopulisten. Alles andere untergräbt auf Dauer die Glaubwürdigkeit des Journalismus und führt zu Solidarität mit dem Angegriffenen. Drittens, Demokratieverletzungen offenlegen. Ausgangspunkt jeglicher Politikberichterstattung müssen die Grundlagen der liberalen Demokratie, Gewaltenteilung, Rechtsstaatlichkeit, Religionsfreiheit, Minderheitenrechte, Meinungs- und Pressefreiheit sein. Die Verletzung dieser Normen muss bloßgestellt werden, unabhängig davon, ob dies nun von Populisten oder Nichtpopulisten ausgeht. Um Politiker zur Rechenschaft zu ziehen,
können sich Medien durchaus auf ihre Rolle als Stellvertreter der Öffentlichkeit berufen. Wir können nicht alle auch in Bern oder auch in Washington sein und uns um alles kümmern. Wir brauchen Instanzen der Gesellschaft, die das für uns übernehmen. Aber Medien sollten nicht reklamieren, es für die Bürger zu tun, von denen viele nämlich in Wahrheit desinteressiert sind, sondern für die Werte und Regeln eines demokratischen Gemeinwesens. Auf die Übereinstimmung mit diesen Werten sind populistische Vorschläge abzuklopfen und kritisch zu prüfen. Dabei kommt der kritischen Analyse von populistischen Anmaßungen wie etwa das Volk zu repräsentieren ebenso große Bedeutung zu wie die Überprüfung und Korrektur von Fehlinformationen. Stichwort Fact-Checking. Beim Korrigieren von Politikern sollte man sich aber nicht im Einzelfall verzetteln. Das bringt nichts. Denn was Populisten attraktiv macht, sind ihre großen Erzählungen. Und darauf nicht nur mit Häme und Kritik, sondern mit einem positiven Gegenbild, einer alternativen, besseren Gesellschaft, besseren Demokratie zu reagieren, ist ein Hinweis, der sich hier nicht nur an die Medien richtet, sondern auch an die anderen Parteien. Von daher die Herausforderung ernst nehmen, kein billiger Gegenpopulismus, positive Gegenerzählungen. Angesichts der systematischen, dauerhaften Medienkritik von Populisten, ich sprach bereits davon, ist es für Journalisten erforderlich, ihr hergebrachtes Verständnis von Professionsnormen wie Ausgewogenheit, Vollständigkeit und Objektivität neu zu reflektieren. Das verlangt eine ganz eigene Debatte, auf die ich jetzt hier nicht im Detail eingehen kann. Einige Kollegen wie Benjamin Krämer aus München haben sich hierfür schon eingesetzt. Letzter Punkt, Dekonstruktion der populistischen Medienstrategien. Journalisten müssen die populistische Ideologie und die damit zusammenhängenden Angriffe auf Checks and Balances-Institutionen der liberalen Demokratie ebenso offenlegen wie die Versuche der Populisten, den Nachrichtenfluss zu beeinflussen und mit gezielten Tabubrüchen und wohl dosierten Grenzüberschreitungen immer wieder den Journalismus sozusagen auf die Fährte zu bringen und über sie zu berichten. Zur Dekonstruktion populistischer Medienstrategien gehört auch Bescheid zu wissen, welche Medienthemen Populisten besonders nützen, welche Themen Populisten Gelegenheitsfenster für ihr Krisennarrativ bieten. Dies zu erkennen, ist zentral für einen verantwortungsvollen Journalismus. Genauso muss der Journalismus aber auch die anderen alternativen Kommunikationskanäle kennen, die Populisten nutzen, um den traditionellen Nachrichtenjournalismus zu umgehen, weil wenn er das aus dem Auge behält, läuft der Journalismus Gefahr, irgendwann selbst bedeutungslos zu werden. Mit diesen 7 Punkten möchte ich schließen, mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Einige von diesen angesprochenen Punkten hätten sicherlich eine vertieftere Diskussion verdient, die aber wegen der Corona-Epidemie leider entfallen muss. Hier sehen Sie Literatur, auf die ich mich gestützt habe. Wer mehr Informationen zum Beispiel darüber, wie der Journalismus auf Populismus reagieren kann, sei hier zum Beispiel auf den Text von De Vrese und Co-Autoren verwiesen. Aber auch alle anderen Texte, die ich hier aufliste, bieten Vertiefungsmöglichkeiten. Ich möchte jetzt aber die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen zu bedanken für die Aufmerksamkeit, Christoph, bei dir für die Einladung und wünsche noch einen schönen Tag. Wir haben ganz herzlich zu danken, liebe Frau. Das war wirklich ein ganz toller Vortrag, ein breites Panorama und es ist wirklich einfach jetzt nur schade, dass wir nicht eine richtig große Diskussion lancieren können, denn ich bin sicher, es gäbe da unzählige viele Fragen und ich meine, es hat so viele Seiten angerührt, eben von Punkten, die man wirklich ja täglich fast erlebt.
wie ich, wenn ich zwei, drei Sachen einfach aus meiner Sicht so sagen darf, ich finde zum Beispiel auch diese Unterscheidung zwischen Inhalt und Stilfragen absolut zentral, dass er gerade auch irgendwo der Weg für diese Thin Ideology, umso mehr arbeitet sie dann eben mit solchen Stilelementen dazu. Und dann habe ich mich schon gefragt, als du diese Studie vorgeführt hast, in Beziehung auf den Medienbonus, dass der so gering ausfällt, ob das nicht eben vielleicht doch mit der Konzentration der Frage dann auf ein bestimmtes Thema zusammenhängt. Denn irgendwie subjektiv hatte man doch auch hier in der Schweiz etwa in den 90er Jahren schon den Eindruck, also der Tagesanzeiger gibt jeden zweiten Tag eine Nachricht über Christoph Blocher. Also dass irgendwie die Präsenz schon sehr viel stärker da war, weil halt diese scharf konturierten Stellungnahmen irgendwo einfach griffiger sind und bessere Stories und bessere heute Klicks auch irgendwo ermöglichen. Und was du am Schluss angesprochen hast, das ist ja wirklich das Phänomen bei Donald Trump, dass es ihm immer wieder gelingt, mit einer weiteren Grenzüberschreitung die Medien, wie du das gesagt hast, vor sich herzutreiben. Ich meine, irgendwo besonders obszön, doch auch, es sind jetzt, glaube ich, also wie viele Leute sind gestorben? 50.000, und es geht ihm eigentlich nur um die Einschaltquoten. Und er lobt sich dafür in dieser Phase. Also das ist schon unglaublich, weil es eben zeigt, was die Strategie ist. Und umgekehrt dann hat mich das auch beeindruckt, wenn du sagst, diese positiven Großerzählungen, wir hatten ja diese Ringveranstaltung begonnen, zusammen mit Ruth Reifus und Flavia Kleider. Und das ist ja genau das, was in Operation Libero versucht. Jetzt nicht nur im kleinlichen sozusagen Fact-Checking und so weiter, sondern wirklich eine große positive Erzählung zu machen. Und da hatten sie wirklich erstaunliche Erfolge jetzt mal. Wie das weitergeht, wissen wir nicht, aber es ist exakt dieser Punkt, den ihr da vorschlägt, den sie auch so formuliert hat, dass das für sie das Entscheidende ist. Ein positives Schweizbild auch, ja, wo man sagen kann, also da stehen wir dahinter, das wollen wir und dafür kämpfen wir. Das ist exakt, also fast mit den gleichen Worten. Also, es ist ja gar nicht in die Schule gegangen. Ja. Great minds think alike. Also jedenfalls ganz, ganz herzlichen Dank. Das war wirklich ein toller Vortrag mit einem super breiten Panorama und ganz perspektivenreich. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Ja.